Ja, erstmal Glückwunsch, Lars. Ja, Lars hat ja alles gesagt. Lars hat gesagt, wie das Spiel in der ersten Halbzeit war, da war es ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten dort ihre Möglichkeiten. Beide Mannschaften haben keine Tore gemacht. Ja, beide Mannschaften haben in der ersten Halbzeit auch schon dumme gelbe Karten kassiert. Siskara hätte genauso. Wir haben es auch in der Halbzeit angesprochen, nur meine Spieler hatten nicht die Möglichkeit, da im 1 gegen 1 zu gehen. Ich muss natürlich sagen, dass es eine dämliche gelb-rote Karte war, die sich Rainer eingefangen hat an der Mittellinie, ist absolut unnötig. Ja, und dann hat man noch eine riesen Konterchance, wo Maul den Torwart in die Arme schießt. Wenn dieser Ball reingeht, läuft das Spiel vielleicht anders. Dann hält Sibu da sogar noch den Elfmeter. Da habe ich gedacht, normalerweise kann man das Spiel jetzt gar nicht mehr verlieren, wenn der Gegner diesen Elfmeter vergibt. Ja, und dann werden wir einmal durch einen Doppelpass düpiert in der Abwehr, ausgespielt. Und dann macht Tobi Zinken leider Gottes noch diesen dummen Fehler, kurz vor Schluss. Ja. Es ist an für sich Woche für Woche. Wir schießen die Tore gegen uns selber. Wir machen immer wieder die gleichen dummen Fehler. Diesmal hat es zwei andere Spieler getroffen, die ein bisschen unglücklich agiert haben, aber gut. Auch ich habe vorher gesagt, das ist für mich kein Endspiel, das ist kein 6-Punkte-Spiel. Also Quatsch, 6 Punkte hat noch nie eine Mannschaft bekommen, wenn sie ein Spiel gewonnen hat. Es wäre super, wenn es 6 Punkte geben würde, dann wenn wir mal 2 gewinnen, hätten wir glatt 12 Punkte. Wäre fantastisch. Jetzt heißt es volle Kraft voraus. Wir haben gar nichts zu verlieren. Wir werden jetzt nach Fair fahren. Wir werden gucken, dass wir da eine gute Leistung bieten und uns endlich mal auch für den großen Aufwand belohnen. Auch heute kann ich der Mannschaft kämpferisch absolut keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben, jeder ist bis an seine Grenze gegangen. Spielerisch war klar, dass es kein gutes Spiel wird. Das hat man auch gemerkt, die Nervosität bei beiden Mannschaften. Es waren unheimlich viele Fehlpässe im Spiel. Aber wir haben noch 14 Spiele, leider keine 15 mehr, nur noch 14. Und es sind auch für uns noch 42 Punkte zu vergeben. Und ich gehe davon aus, dass wir noch eine Menge holen werden. Und dann werden wir sehen, was am Ende ist. Dankeschön.